Unter den Linden persönlich. Das Phoenix-Gespräch aus dem Herzen der Hauptstadt mit Michael Hirz. Unter den Linden persönlich. Heute mit einer jungen Frau aus Pakistan, die sich Sabatina James nennt. Der erste Eindruck trügt. Sabatina, mit der ich mich heute in Berlin unter den Linden treffe, kann sich gewöhnlich nicht so ungezwungen und frei in der Öffentlichkeit bewegen. Sie wird mit dem Tode bedroht und muss deshalb ständig ihren Wohnsitz wechseln und lebt in einem Opferschutzprogramm. Doch schweigen will sie nicht. Frau James, was haben Sie getan, dass Sie sich heutzutage mitten in Deutschland verstecken müssen, von der Polizei besonders beschützt werden müssen? Ich bin 2006 ins Opferschutzprogramm von der Polizei gekommen. Damals war das die Geschichte mit meinen Eltern. Ich bin vom Islam zum christlichen Glauben konvertiert in Österreich. Und daraufhin hat mich mein Vater mit dem Tod bedroht. Und ich bin dann in Deutschland ins Opferschutzprogramm gekommen. Mittlerweile ist es aber so, dass die größere Bedrohung von Islamisten ausgeht, weil ich durchaus schon einige kritische Aussagen über den Islam bzw. über die Lebensweise des Propheten Mohammed getätigt habe. Also schon Leute, die uns dann auf die Pinnwand schreiben im Internet, tötet alle Christen und Juden und mir dann E-Mails schicken, dass ich auf dem falschen Weg unterwegs sei. Und es ist eine wahnsinnige Aggression da, wenn man das ein bisschen verfolgt, auch in den Foren. Und ja, manchmal habe ich ein bisschen Angst, wie Theo van Gogh zu enden, aber das war ja. Der niederländische Filmemacher, der von einem radikalen Islamisten erstochen worden ist, ja, auf offener Straße. Ganz genau. Gut. Sie werden also nicht nur von Ihrem Vater, Ihrer Familie bedroht, sondern auch von Islamisten. Nun sind Sie in Pakistan geboren worden, haben die ersten 10 Lebensjahre dort verbracht, sind dann nach Europa, nach Österreich gekommen, Ihrem Vater nachgezogen, der dort gearbeitet hat. Sind Sie besonders religiös erzogen worden als Kind in Pakistan? Ja, ich bin in einer religiösen Familie aufgewachsen, weil mein Großvater war ein islamischer Geistlicher. Das heißt, ich habe ihn auch immer am Freitag die Gebete ausrufen hören. Über die Minarette habe ich die Stimme meines Großvaters gehört und ich war immer sehr stolz darauf. Und ich habe auch den Koran sehr früh gelernt, also schon mit 10 Jahren auf Arabisch. Ich habe nie verstanden, was ich lese, aber das war normal, weil das lernten alle Koranschüler so. Es war auch bei uns nicht üblich, dass die Frauen ein Leben gelebt haben wie die Frauen im Westen, also dass sie ihren Partner selbst bestimmt haben oder ihren eigenen Lebensweg individuell gegangen sind, sondern man hat schon auch als Kind gespürt, die Frau ist Eigentum der Familie, auch der Körper der Frau ist Eigentum der Familie. Und je nachdem, was sie aus ihrem Leben macht oder wie sie sich verhält, wie sie sich mit den Traditionen des Islams anpasst, danach steht es um die Ehre der Familie. Und wenn eine Frau gegen diese islamischen Traditionen verstößt, dann kann es zu einem Ehrenmord kommen. Pakistan ist das Land mit den höchsten Ehrenmorden weltweit, also höchsten Ehrenmordraten. Die höchste Zahl von Ehrenmorden. Haben Sie ja sicher auch noch Erinnerungen. Mit 10 nimmt man ja schon Dinge besonders wahr. Was war denn für Sie sozusagen der größte Bruch auch mit Ihrem Herkunftsland? Also mit 10 Jahren war ich noch sehr stolz drauf, Muslimin zu sein. Das war schon für uns irgendwie, man wird einfach als Moslem geboren und das ist es. Also ich habe nie im Leben daran gedacht, dass ich irgendwann mal einen anderen Weg gehen werde. Im Gegenteil, mein Großvater war so stolz darauf, dass er so eine fleißige Schülerin wie mich hatte, weil ich habe den Koran sehr schnell gelernt und habe mir auch sehr leicht getan, das Arabische zu lernen. Und ich wollte aber immer nach Österreich gehen, weil mein Vater war schon dort und dann hat er immer erzählt, dass die Äpfel dort am Boden rumliegen würden und das war bei uns immer alles so begehrt und das kam mir alles so paradiesisch vor. Und auch wenn meine Freundinnen aus dem Dorf nach England gezogen sind und dann zurückgekommen sind in den Ferien, dann habe ich auch immer gesehen, ich meine, die sahen dann immer ein bisschen aus wie die Popstars, die waren dann auch geschminkt und dann habe ich mal gedacht, na, ich möchte das auch gern sein, ja? Weil alle haben sie dann so bewundert und das war also als Kind damals natürlich ganz toll, habe ich mir gedacht, da ist der Reichtum, da wollen alle hingehen. Aber die haben keine Schwierigkeiten gehabt, sich zum Beispiel anders zu kleiden, also nicht pakistanisch zu kleiden. Die waren alle pakistanisch gekleidet, das geht gar nicht. Also die würden da jetzt nicht mit
mit westlicher Kleidung in dieses Dorf kommen. Das würden die nicht machen. Hat sich denn die Haltung auch Ihrer Familie geändert, als Sie dann in Österreich gelebt haben, weil man auch die eigenen Kinder, Sie haben noch zwei Brüder, ja. weil man die schützen wollte vor dem Einfluss? Also vor dem Einfluss des Westens, westlichen Lebensstils? Man muss einfach sagen, mit 10 Jahren, da ist ja noch keine Heirat im Spiel, da ist man ja noch Kind. Wann fangen die Schwierigkeiten an, in welchem Alter? Das ist immer verschieden, weil je nachdem, bei uns wird man zur Frau, wenn man die Regelblutung bekommt. Und danach, es gibt einen Spruch in Pakistan, die Frau ist die Last auf den Schultern des Vaters, solange sie nicht verheiratet ist. Und, Entschuldigung. Und für meinen Vater war es besonders wichtig, gerade weil er aus so einer religiösen Familie kommt, die Ehre der Familie zu wahren. Das heißt, dass seine Kinder die pakistanischen Traditionen und auch den Islam auch in Europa praktizieren. Und wenn Muslime nach Europa kommen, dann haben sie große Angst, dass diese religionsfreie Zone des Europas auch ihre Kinder verdirbt, unter Anführungszeichen. Also Europa wird als eigentlich eine religionsfrei gesehen, genau. Zone gesehen und nicht als ein christlich geprägter Kontinent. Nein, also wir haben dann schon mal so Sachen gehört wie, ja, die Christen, die haben 3 Götter und so und das ist eigentlich auch Götzenanbetung. Solche Sachen haben wir auch schon gehört. Und es gibt dann auch so Aussagen von Leuten, die dann sagen, die Christen haben das Neue Testament geschrieben, damit die Frauen Bikini tragen können. Also es sind wirklich totale Unwissenheit auch über diese Religion da, weil sie kaum Menschen begegnen, die auch ihre eigene Religion kennen. Und für Muslime spielt aber Religion eine sehr wichtige Rolle. Wir wachsen nicht als ein Individuum auf, wir wachsen als Muslime auf. Der Koran und der Islam bestimmt, was wir essen, was wir anziehen, wenn wir heiraten, wer unsere Freunde sein dürfen und wer die guten Menschen sind und wer die schlechten Menschen sind. Und du wirst schon sehr, sehr früh so geprägt. Nicht umsonst gehen die Menschen auf die Barrikaden, wenn irgendwo eine Karikatur des Propheten erscheint. Was heißt, Sie haben gerade gesagt, dass die Schwierigkeiten eigentlich in dem Augenblick anfangen, wo man auch Teenager wird. Ja. Wie gehen denn die anderen Familien, die zugewandert sind, zum Beispiel aus Pakistan oder anderen islamischen Staaten, wie gehen die denn damit um, wenn sie hier in Europa ankommen und wie ist es mit Ihnen weitergegangen? Denn nur weil man zum Beispiel den Bekleidungsvorschriften nicht mehr folgen will, sondern sich westlich kleidet, landet man nicht in einem Opferschutzprogramm konsequent. Also die Familien, oftmals ist es so, dass zum Beispiel junge Frauen sich selbst ein Kopftuch aufsetzen wollen, das gibt es ja auch, ja, dass sie sagen, ich will ein Kopftuch tragen und das ist einfach auch ein Protest gegenüber der westlichen Gesellschaft, wo ich vorhin gesagt habe, die religionsfreie Zone. Junge Menschen suchen nach Sinn. Säkularismus kann uns höchstens vielleicht die Welt erklären oder wie man zu Geld kommt oder so weiter. Aber die jungen Menschen, die suchen nach Sinn. Deswegen haben solche radikalen Prediger wie Pierre Vogel Erfolg, weil der sagt denen, das, was du hier auf Erden erlebst, ist nicht alles. Allah hat was für dich vorbereitet. Und ich finde das sehr, sehr gefährlich, wenn in Europa also Religion zum Beispiel gar keine Rolle mehr spielt. Weil ich glaube, dass man, wenn man einen Dialog mit diesen Menschen führen möchte, selber wissen muss, woran man glaubt. Ansonsten gar keine Basis da ist. Ja, Pierre Vogel, müssen wir kurz noch erklären, ist eben ein Konvertit, ein Deutscher, der zum Islam übergetreten ist und besonders radikale Thesen vertritt. Mhm. Ja, aber wie auch immer, also und die Menschen suchen nach Sinn und kommen dann zu solchen und sagen dann, okay, lieber will ich so sein. Es gibt natürlich auch die andere Gruppe, das sind dann eher die Frauen, die sich an mich wenden, die dann sagen, ich will kein Kopftuch tragen, ich möchte nicht den Cousin heiraten, den die Familie in der Türkei bestimmt hat. Oder wie wir es letztens erlebt haben, also wir haben auch in Deutschland Frauen, die zwangsverheiratet werden. Wir haben ein Mädchen zum Beispiel vor der Zwangsheirat gerettet, da war schon die Halle gebucht. Da muss man jetzt kurz erklären, dass sie sich mittlerweile eben engagieren mit einem Verein, den sie selbst gegründet haben, für überwiegend islamische Frauen, die zum Beispiel von Zwangsheirat bedroht sind. Und sie setzen sich ein für verfolgte Christen in aller Welt. Genau. Und das Problem ist halt einfach, ich glaube, dass wenn die Frauen auch ein freiheitliches Leben leben wollen, das bedeutet sehr oft den Bruch mit der Familie.
Wenn sie sich entscheiden, frei zu leben, heißt es ohne Familie. Du musst dich immer entscheiden zwischen Familie oder Freiheit. Und viele Frauen bringen die Stärke nicht auf, sich für die Freiheit zu entscheiden, weil sie nicht ohne Vater und Mutter und Geschwister isoliert leben wollen. Ich lebe seit 10 Jahren ohne... Das würde ich Sie bitten, das noch mal kurz zu erklären, weil das ist ja der Weg, den Sie gegangen sind. Ja. Wann haben Sie sich aus welchem Grund entschieden, mit der Familie zu brechen? Das war... Ich war ja also als ich geboren wurde, schon mit meinem Cousin versprochen. Und dann hat der in Pakistan lebt. Der in Pakistan lebte und ich habe damals schon in Österreich gelebt, in Linz. Und meine Eltern wollten dann, dass ich ihn heirate. Ich glaube, mit 17 war das dann. Und meine Tante rief dann an aus Pakistan und hat gemeint, ja, sie wäre jetzt bereit, mich als ihre Schwiegertochter anzunehmen. Und dann bin ich in den Sommerferien nach Pakistan geflogen, auf Urlaub mit meinen Eltern. Und dann haben sie mich dort gezwungen, den Cousin zu heiraten. Ich habe dann die Ehe abgelehnt und darauf haben sie mich zurückgelassen in Pakistan und haben gesagt, du wirst so lange nicht zurückkommen nach Österreich, solange du nicht einwilligst, den Cousin zu heiraten. Und ich bin dann von meinem Großvater und meiner Tante dann in eine sunnitische Madrasa. Madrasa sind Koranschulen. Madrasa, das sind auch die Brutstätten des Terrors in Pakistan, Al-Qaida und Co. Also es gibt kaum Menschen, Terroristen, die zu Terroristen werden, die vorher nicht in so einer Koranschule waren. Und in diesen Koranschulen läuft das dann so ab, dass der Lehrer immer hinter dem Vorhang sitzt. Ja? Frau und Mann dürfen sich nicht in die Augen sehen, dürfen sich nicht berühren. Und es ist auch so, dass wir hatten keine Betten, wir hatten keine Stühle. Also es war auch so ein Internat, wo wir auch keinen Ausgang hatten. Das heißt, wenn uns nicht jemand von der Familie abgeholt hat, dann waren wir 24 Stunden in dieser Schule drinnen und haben von in der Früh bis Mitternacht Koransuren auswendig gelernt und gebetet, das fünfmalige Gebet. Und ich habe auch zum ersten Mal angefangen, den Koran in der Übersetzung zu lesen. Also ich hatte wirklich sehr intensiv in dieser Zeit mich befasst mit dem Koran und mit der Lehre des Propheten. Und dadurch, dass Pakistan sunnitisch ist und diese Schule auch sunnitisch war, Sunna ist immer das, was Prophet Mohammed getan hat, also seine Lebensweise, was er gelehrt hat. Und für mich war das eigentlich sehr erschreckend, zu erfahren, dass es Aussprüche des Propheten Mohammed sind, die sagen, dass man jemanden töten soll, wenn er die Religion verlässt. Oder steht in Sahih al-Bukhari zum Beispiel. Al-Bukhari ist ein Hadith. Und das neben dem Koran existiert und genauso wichtig ist wie der Koran selbst, was aber oft vergessen wird in Europa, wenn man immer nur über den Koran redet. Aber die gesamte islamische Rechtsprechung gründet auf Hadith und auf den Koran. Das sind die zwei Quellen. Und was auch schlimm war, ist, dass uns beigebracht wurde, dass die Ungläubigen keinen Wert haben. Also egal ob Christen oder Juden, Juden sind sowieso die unterste Klasse gewesen. Und ich habe dann so Sprüche gehört wie, Hitler hat eine Handvoll übergelassen und die hätte er gleich mitvergasen sollen. Also das sind gewöhnliche Sprüche, die man das hört. Das waren Ihre Erfahrungen in der Koranschule, nachdem Sie sich geweigert hatten? Nicht nur, solche Sprüche habe ich auch schon in Österreich gehört, ja, in meinem Bekanntenkreis. Und was aber da auch war, ist, dass wir gelernt haben, du darfst die Ungläubigen belügen, wenn es der Ausbreitung des Islams dient. Das ist keine Sünde, sondern das ist, man nennt das Takia. Hm. Ja? Wie sind Sie denn dann nach Europa, nach Österreich zurückgekommen? Der einzige Weg war, den Cousin zu heiraten. Und ich wusste, dass ich, wenn ich ihn heirate, dann ein Visum für ihn beantragen muss und dafür muss ich nach Österreich. Und das war so der Trick im Endeffekt, den ich da angewandt habe und habe gesagt, okay, ich heirate ihn. Und dann war aber nur eine Verlobung, die stattgefunden hat in Pakistan. Und genau, und dann ist mein Vater gekommen nach 6 Monaten und hat mich dann abgeholt. Und, das heißt, Sie waren 6 Monate in Pakistan, sind dann... In der Koranschule auch, ja. Sind dann zurückgekommen als 17-Jährige. Oder wie alt waren Sie da? Ja, ich glaube, ich war 17. Ja, 17. Mhm. Ich habe meinen Geburtstag, einen Geburtstag habe ich auf jeden Fall in Pakistan gehabt, weil ich habe da einen Wunsch gehabt, ich will einmal rausgehen. Und ich durfte immer nur nachts rausgehen, wenn es dunkel war. Und wie ging es dann weiter? Sind nach Österreich zurückgekommen? Ja, und dort bin ich dann in ein Abendgymnasium gegangen. Ich wollte unbedingt meine Abitur machen. Und da habe ich dann einen Mitschüler kennengelernt, Christian. Und das war ein sehr überzeugter Christ,
der mich sehr inspiriert hat, weil für mich war das eine absolute Offenbarung, einen Menschen zu treffen in Österreich, der sich in seiner Religion auskannte. Selbst in so einem katholischen Land eher die Ausnahme. Ja, ja, aber ich habe schon überhaupt mit denen gesprochen, mit den Österreichern, oft über Religion, weil das war für mich immer sehr wichtig. Mhm. Und dann haben sie gesagt, na, wer weiß, ob die Maria wirklich eine Jungfrau war und so. Also solche Sprüche. Und ich habe mir immer nur gedacht, mein Gott, diesen Menschen ist echt nichts mehr heilig. Man muss ihnen die Religion bringen, der Islam. Das bestätigte aber den Vorwürfen, die sie ja in der eigenen Familie auch gehört hatten. Du fühlst dich einfach extrem bestätigt. Und, ja, und ich habe auf jeden Fall in dieser Zeit mich sehr oft mit diesem Christian auch getroffen. Und wir haben uns auch so angefreundet. Er war jetzt nicht so mein Freund in der Art, aber also, dass wir eine Beziehung hatten. Aber trotzdem, wir haben sehr viel über Religion gesprochen miteinander. Und ich habe mich gefreut, auch weil wir beide sehr konsequent und kompromisslos waren in unserem Glauben, dass wir überhaupt darüber reden konnten. Und eines Tages habe ich ihm erzählt, dass ich zu Hause Probleme habe, weil meine Eltern sagten, dass ich die Heiratsurkunde unterschreiben soll, damit der Cousin nach Österreich einreisen kann. Und dann sagte er, naja, du solltest beten. Und ich hatte so satt, weil ich habe so viel gebetet, 5-mal am Tag. Und wenn ich in der Schule das Gebet verpasst habe, dann habe ich zu Hause nachgeholt. Und dann habe ich ihm alles erzählt und dann hat er gesagt, naja, vielleicht betest du zum falschen Gott. Und Sie haben da eben islamisch gebetet. Ich habe islamisch gebetet. Mhm. Aber er sagte, du betest zum falschen Gott. Mhm. Und für mich war das aber so, und dann so, okay, jetzt lieber Abstand halten, wie kann er es wagen, zu Allah den falschen Gott zu sagen? In Pakistan würde er ins Gefängnis landen. Also ich habe es natürlich auch nicht zu Hause erzählt, dass ich mit jemandem über diese Fragen diskutiere, weil man soll den Islam niemals hinterfragen, das alleine ist schon Sünde, das haben wir gelernt in der Koranschule. Und ja, und dann hat er mir zu Weihnachten eine Bibel geschenkt. Toll, ne? Bei all den Problemen, die man hat, schenkt er mir dann eine Bibel. Aber das war alles, was er anscheinend geben konnte. Und ich habe dann eines Tages, bin ich da so auf mein Hochbett, ich habe mit meiner Schwester ein Zimmer geteilt und ich habe Gott gefragt, ich habe gesagt, hey, wer bist du jetzt? Bist du jetzt Allah oder Buddha oder Krishna oder Jesus? Und ich habe immer gelernt, wenn man die Bibel liest, dann wird man krank. Ja, und man kriegt irgendeinen Fluch oder man kriegt Krebs. Das sind total lächerliche Sachen, wenn man das so hört, aber so wird man geprägt. Und ich hatte Angst, dieses Buch zu lesen. Und dann habe ich gesagt, naja, suchst du halt ein bisschen die Fehler raus. Ja. Und ich habe das einfach irgendwo aufgeschlagen. Hatte keinen Unterschied gekannt zwischen Altes Testament oder Neues Testament. Irgendwo einfach mittendrin, das war eine Lutherbibel mit einer Israel-Karte dran, wo ich ja so eine Liebe hatte zu den Juden gerade. Und gut, ist das heilige Land. Ja, aber die Juden waren so weniger heilig für uns aus der Koranschule. Mhm. Auf jeden Fall, ich habe die Bibel aufgeschlagen und ich las diesen Vers. Wenn ihr mich aus ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Und das war jetzt nicht so, dass ich wie Paulus dann vom Pferd gefallen bin und gesagt habe, so, jetzt bin ich Christ. Ja. Aber was mich so extrem inspiriert hat, ich habe angefangen, das hatte der Christian immer gesagt, ich soll das Neue Testament lesen. Weil das ist das, woran die Christen heute glauben würden. Und was mich inspiriert hat, war die Person Jesus an sich. Ich habe angefangen, Jesus und Mohammed zu vergleichen. Das machen übrigens fast alle Konvertiten, die ich heute kenne, die zum Christentum konvertieren. Sie vergleichen ständig Mohammed mit Jesus. Das macht umgekehrt vermutlich Pierre Vogel. Ganz genau, auch. Ja. Und ich habe einfach festgestellt, das Christentum lehrt, die Feinde zu lieben. Das hat mein ganzes Weltbild erschüttert. Weil wir haben gelernt, den Feind zu hassen, den Feind zu verfolgen, damit wir unter Anführungszeichen die Wahrheit ausbreiten können. Ja? Also im Namen der Wahrheit darfst du sogar Menschen töten. Das ist auch das, was wir gelernt haben. Und dann kommt da jemand und sagt, du sollst deinen Feind lieben. Und zu Jesus kommen Menschen und sagen, Herr, ich kann nicht glauben, hilf meinem Glauben. Und er bringt ihn nicht um. Und am entscheidendsten fand ich die Stelle mit der Ehebrecherin, wo Jesus sie freigesprochen hat, obwohl sie ja zu der damaligen Zeit auch eine sehr große Sünde begangen hat. Eine Ehebrecherin und eine Frau. Und eine Frau. Und er nimmt sie dann noch auch als Zeugin auf, in einer Zeit, wo Frauen vor Gericht nicht mal als Zeugen zugelassen wurden. Ich glaube, dass Jesus für die Emanzipation der Frau mehr getan hat, als alle Frauenrechtsbewegungen es jemals tun können. Weil, sie haben sich dann auch emanzipiert von ihrem
ja. Ursprungsglauben, also vom Islam. Sie sind dann irgendwann zum Christentum übergetreten. Konvertiert, ja. Genau. Und das war dann so, dass meine Eltern dann gesagt haben, ich soll die Heiratsurkunde unterschreiben. Ich habe es ihnen nicht erzählt, dass ich konvertiert bin am Anfang. Es war mir zu gefährlich. Weil sie noch zu Hause wohnten. Ja, und ich hatte auch Angst, meine Familie zu verlieren. Das kommt dann auch dazu. Es ist ja nicht nur immer diese Angst, Leben und Tod. Das ist dann natürlich oftmals das Dramatische. Ja? Aber für mich persönlich ist heute nicht diese Angst im Vordergrund in meinem Leben, sondern die Sehnsucht nach meinem Papa im Vordergrund. Und das ist das, dieser harte Bruch. Und ich habe dann damals, als ich geweigert habe, die Heiratsurkunde zu unterschreiben, hat meine Mutter mich rausgeschmissen. Ich stand auf der Straße, ich bin in die Notstaffstelle für Jugendliche gekommen. Und als mein Vater dann auch erfahren hat, dass ich konvertiert bin, und da war dann eben diese Bedrohung, wo mein Vater mir eine Frist von 2 Wochen gesetzt hat. Und dann hat er eben auch gesagt, in Pakistan würdest du nur, ich glaube, 3 Tage oder so kriegen. Und also er war schon sehr gnädig, dass er das macht. Und ja, und dann bin ich zur Polizei gegangen, habe denen gesagt, mein Vater will mich umbringen, weil ich Christ geworden bin. Das war ernst zu nehmen? Ja, natürlich, weil ich weiß, dass mein Papa so mit sowas nicht scherzt. Und dann bin ich da panisch dahin gegangen und dann sagte dieser Polizist, na Fräulein, dann wären sie halt wieder Moslem. Ist doch egal, ob sie an den Allah oder an den Jesus glauben, ist doch wurscht. Also so viel zu dem Thema Religionsfreiheit im Westen. Ich glaube, wenn man selber für nichts steht oder keine eigene Religion hat, dann kann man sich auch gar nicht in andere hineinversetzen, wenn sie so eine Entscheidung treffen. Wie alt waren Sie da, als Sie konvertiert haben und sich damit auch tatsächlich, 18, wenn auch unter Schmerzen, 2001, von der Familie gelöst haben? 2001. Und ja, es war dann ausgerechnet ein tunesischer Freund, der mir dann wirklich geholfen hat. Und dann bin ich dann da in dieser Polizeistation mit ihm da aufgetaucht, habe die ganze Vorgeschichte erzählt. Dann ist dieser Polizist von einem Extrem zum anderen. Er hat gesagt, das, was ihre Eltern gemacht haben, das ist Freiheitsentziehung, das ist Körperverletzung. Ich muss den Vater verhaften. Ich habe gesagt, ich will nicht, dass sie meinen Vater verhaften. Ich hätte mir gewünscht, dass dieser Polizist sagt, okay, wir helfen dir. Du kriegst jetzt eine andere Identität, einen neuen Namen, du kommst in eine andere Stadt und deine ganzen Daten, es wird alles gesperrt und wir helfen dir. Ich hätte mir Schutz gewünscht und nicht in erster Linie, dass sie meinen Vater einsperren. Ich liebe meinen Vater und ich will bis heute nicht, dass er eingesperrt wird, weil das keine Lösung ist, fand ich. Ja. Sie haben dann eben sich nicht nur um das eigene Schicksal gekümmert, ja, sondern Sie haben einen Verein gegründet für Frauen und Mädchen, denen es ähnlich geht. Ja, ich habe ja 2003, als ich in Österreich war, ja die Vorgeschichte, dass ich mein Buch veröffentlicht habe. Und daraufhin, wo Sie Ihre Geschichte dargestellt genau, haben. Genau, in der ich meine Geschichte dargestellt habe. Und daraufhin haben sich sehr viele Frauen an mich gewandt, und zwar muslimische Frauen, die mitten in Österreich auch Gewalt erlebt haben, in Wien. Und ich habe mich dann angefangen, mit diesen Frauen auch zu treffen zum Teil. Und habe dann aber festgestellt, dass ich allein da erstmal wenig bewirken kann, habe mich dann mit Politikerin damals, Maria Rauch-Kallert, die Frauenministerin, und mit der Außenministerin Benita Ferrero-Waldner, habe ich dann eine Podiumsdiskussion zu dem Thema gemacht. Also ich habe im Endeffekt damals dann diese Bekanntheit genutzt, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Aber ich Bekanntheit habe auch, kam durch das Buch, durch in dem Sie Buch, Ihren ganz Fall genau geschildert haben. Da lebten Sie aber schon quasi versteckt. Genau. Und ich bin dann auch weggegangen, weil mein Vater hat ja die Heiratsurkunde, weil ich es geweigert hatte zu unterschreiben, dann selber unterschrieben, hat es der österreichischen Botschaft in Pakistan eingereicht. Und die österreichische Botschaft in Pakistan hat mich nicht gefragt und hat die Ehe einfach beglaubigt. Und dann war ich auf einmal verheiratet, ohne es zu wissen. Ich bekam einen Brief von der Polizeidirektion in Linz, wo dann stand, es geht um Aufenthalt ihres Gatten. Und ich wusste gar nicht, wer das ist. Und dann ja, ist mein Cousin nach Österreich gekommen. Also durch diese falsche Heiratsurkunde. Und ich habe alles gemacht. Ich habe auch eine Anzeige erstellt damals gegen Urkundenfälschung und alles. Aber es hat nichts genutzt. Er konnte trotzdem da bleiben. Ich glaube, er ist nach wie vor in Österreich. Aber die Ehe gilt inzwischen nicht mehr. Das weiß ich nicht. Ich habe ihn niemals geheiratet. Ich habe einmal... Aber nach deutschem Recht zum Beispiel oder österreichischem Recht? Die einzigen Menschen, die mir vergewissert haben, dass diese Ehe nicht gültig ist, das war die katholische Kirche. Die haben gesagt, für uns ist so eine Ehe nicht gültig. Vor dem österreichischen Staat war sie damals gültig, weil sonst hätte er niemals einreisen können. Von dem her, wenn ich manchmal den Vorwurf kriege, in der katholischen Kirche werden ja Frauen ähnlich behandelt. Ich habe ja eine ganz andere Erfahrung gemacht. Und die haben diese Ehe als ungültig angesehen. Also wenn ich heiraten will,
Geht das? Wie muss man sich die Arbeit für Ihren Verein, der Sabatina e.V. heißt, der also Ihren angenommenen Namen, ja. Sie haben ja Ihren Namen geändert mit, ja. der, mit dem Übertritt zum Christentum. Wie muss man sich die Arbeit vorstellen? Wie sieht das aus? Und wie funktioniert das, wenn man gleichzeitig Teil eines Opferschutzprogramms ist, also in einem Opferschutzprogramm ja. lebt und eigentlich öffentlich nur unter großen ja. Erschwernissen auftreten kann? Also mein Opferschutz rät mir nicht aufzutreten. Das war schon mal eines der ersten Dinge, die Sie gesagt haben. Die Arbeit, die wir bei Sabatina e.V. machen, ist in erster Linie Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärungsarbeit und direkte praktische Hilfe für muslimische Frauen in Deutschland. Und wir haben jetzt auch zwei Projekte angefangen in Pakistan und in Irak unter verfolgten Christen, die dort verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens. Und die Arbeit sieht dann so aus, dass wenn zum Beispiel junge Frauen sich an uns wenden, ich sage das an einem Beispiel, wir haben jetzt letztens einen Fall gehabt von einer jungen Frau, die zum Beispiel gefangen war in Jordanien und sie hat sich eigentlich an die Botschaft dort gewandt, an die Deutsche, weil ihr Mann hat eine Ausreisesperre für sie gemacht. Sie war dann im Endeffekt gefangen. Typischer Fall wie damals, nicht ohne meine Tochter, wie Betty Mahmoudi, sie war gefangen mit ihrem Kind. Und die Behörden haben wenig eingeschritten und wir haben im Endeffekt diese Frau jetzt illegal aus Jordanien rausgebracht, weil sie konnte nicht mehr ausreisen, auch wenn sie deutsche Staatsbürgerin war. Sie war, sie hatte zwei Staatsbürgerschaften und nach dem dortigen Recht gilt sie in erster Linie als Libanesin und wird auch so behandelt. Aber sie musste ihren Sohn zurücklassen. Bis heute ist ihr Kind, und ihr Kind ist erst ein Jahr alt, dort. Das Mädchen ist zurück. Aber Sie können sich nicht vorstellen, unter welchen Umständen diese Frauen leben. Ich kriege dieses Leid täglich mit. Wie wenden sich die Menschen dann an Sie? Also der Verein zumindest hat eine Adresse, genau. ist im Internet präsent. Genau. Es gibt eine E-Mail-Adresse, notruf@sabatina.ev.de. Und da wenden sich dann immer die Frauen hin. Manchmal ist es auch so, dass die Schulen sich an uns wenden. Also die Kontakte kommen sehr oft über andere auch, ja, die dann von meinem Verein hören, über Medien. Und deswegen trete ich auf, weil ein Verein, den niemand kennt, der bringt auch niemanden etwas. Und ohne Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema, das sehen wir gerade bei dem Thema Christenverfolgung, kein Mensch weiß, dass Christen in der Welt verfolgt werden. Wie viele Menschen betreuen Sie im Augenblick? Also wir haben jetzt in Berlin konkret zum Beispiel jetzt 4 Fälle von Frauen. Ich habe noch andere Mitarbeiter. Ich glaube, es sind so ungefähr 10, die wir zusammen betreuen. Ich mache diesen Verein nicht alleine, sonst würde ich nicht packen. Wir haben 7 Leute, die wir zusammen das machen, von denen aber nur 2 also im Verein angestellt sind. Die anderen machen das ehrenamtlich. Und Sie finanzieren sich über Spenden? Nur über Spenden. Wir haben auch bis jetzt keine staatlichen Gelder bekommen. Oder was heißt bekommen? Wir haben es nie beantragt. Aber ich finde es großartig, dass wir einfach aus dem Volk, und manchmal ist es wirklich so gelaufen, dass eine Schule zum Beispiel, die hat diese junge Frau, der geholfen werden muss. Wir helfen ihr, retten sie vor der Zwangsheirat. Dann setzt sich diese Schule ein, die ganzen Schüler tun sich zusammen und spenden dann für den Verein. Und das ist dann für uns so eine Sache, wo wir sagen, okay, da leisten wir auch beide Sachen auf einmal. Praktische Hilfe mit Aufklärung, ja. Und das geht, ohne dass Sie irgendwie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedroht werden? Nein, das geht nicht ohne Bedrohung. Ich bin ja 2008 nach Pakistan gereist, obwohl für Menschen wie mich in Pakistan Todesstrafe ist. Für mich bedeutet aber Mut, die Dinge zu tun, zu denen man berufen ist, obwohl man Angst hat. Und das, was ich heute tue, das ist kein Woraus Job. Woraus ziehen Sie Ihre Kraft? Meine Kraft ist mein Glaube und meine Inspiration und das alles, mein ganzer Antrieb ist mein Glaube an Christus, der mir einfach auch diese Motivation gibt, zu lieben. Und ich glaube, wenn man liebt, dann wird man in erster Linie geben. Aber trotzdem, also wenn man in einem Opferschutzprogramm lebt, ja. wenn man nicht mehr den Schutz der eigenen Familie hat, wie entwickelt man dann noch Vertrauen zu Menschen? Weil ja jeder Mensch, dem man begegnet, auch potenziell jemand sein kann, der einem ja. selbst schaden will. Ja, das ist auch schon zum Teil so gewesen. Also wir haben auch schon sogar eine Frau, die sich an uns gewandt hat und vorgegeben hat, Probleme zu haben, wo wir festgestellt haben, die kommt von einer islamistischen Gruppe. Ja? Und da bin nicht ich drauf gekommen, sondern eine Mitarbeiterin von mir. Also das ist eine Bedrohung, aber da sehen wir dann auch, dass Gott uns schützt. Und ich bin heute noch am und Leben. Die Polizei. Aber es ist, die Polizei, wobei ich muss echt sagen,
sehr viel kann die Polizei in so einem Fall ja nicht machen, weil solange nichts passiert ist, kann die Polizei nichts tun. Das ist einfach das Gesetz. Solange du nicht tot bist, besteht keine Gefahr. Ja. Das erlebe ich bei den jungen Frauen ja auch total oft. Da habe ich erlebt, dass einer sogar die Tür einbrechen wollte, bei der, wahrscheinlich war es auch jemand von der Familie. Die Polizei kommt und ich rede mit den Kripo-Beamten, was machen wir jetzt? Sagt er, naja, also jetzt ist ja noch nichts passiert. Das heißt, Sie leben ein sehr aufregendes Leben, weil Sie permanent auch den Wohnort wechseln müssen, weil Sie sich nicht öffentlich eigentlich zeigen können, nur unter bestimmten Bedingungen und Auflagen. Sie haben Ihre Familie eigentlich verloren. Man weiß nicht, was noch passiert. Aber gibt es so einen Punkt, wo Sie sagen, oder gibt es manchmal Momente, wo Sie sagen, ich bereue das, was ich getan habe? Oder wo es Ihnen wehtut, bis zu dem Punkt der Reue? Nein, absolut nicht. Gut. Also ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ich würde diesen Weg wiedergehen. Ich würde vielleicht die Fehler, die ich gemacht habe, anders machen. Aber nobody's perfect. Ich bin auch nicht perfekt. Und deswegen, ich bin sehr stolz darauf, dass ich mich für die Freiheit entschieden habe und dass mein Leben heute das Leben von Millionen jungen Frauen und verfolgten Christen auf der Welt repräsentiert. Ja, vielen Dank, Sabatina James. Wir haben das Gespräch hier geführt im Deutschen Dom in Berlin am Gendarmenmarkt, wo gerade eine Ausstellung des Bundestages ist. Da geht es um Verfassungsgeschichte, auch um die Rechte, die verbunden sind mit unserer Verfassung. Mhm. Von daher dachten wir, ein schöner Ort für das Gespräch. Ja, danke Ihnen. Dankeschön.